das hier, den spannte Arme und Schulter, das ist das Geheimnis bei diesem Schlag. Und das musst du auf der Runde trainieren. Fast jede Runde wirst du so einen Schlag vor dir haben. So ein kleines Ding, das sind nur 20 Meter, aber der Ball muss hoch. Ich habe keine Wahl. Und der muss ziemlich schnell liegen bleiben. Und das bedeutet, dass ich mit einem Sandwich spielen muss, mit meinem 56 Grad Wedge. So, ich möchte dir heute helfen, diesen Schlag hinzubekommen, aber unter Druck im Turnier, wenn die Freunde oder Flightpartner zugucken, dann sollte es auch klappen. Ich zeige dir jetzt, was der wichtigste oder die wichtigsten paar Punkte sind bei diesem Schlag. Der Stand. Du musst für dich den richtigen Abstand finden. Klar, der Schläger ist kurz, der Leihwinkel ist so, dass du dich bücken musst. Aber bitte nicht übertreiben. Die Ballposition. Nur das ist ein interessantes Thema. Aber ich kann dir sagen, Mitte geht immer. So, wenn du unsicher bist, spiel den Ball einfach in der Mitte. Vorne geht auch. Weil wenn du die Sohle benutzt, und das erkläre ich gleich, ist es ziemlich egal, wenn du den Boden zuerst triffst. Der Schläger gleitet durch. Wenn du aber so das machst, klar, dann geht es nicht. Aber das hat mit Rhythmus zu tun. Wenn der Ball rechts im Stand liegt, wird der Schläger etwas steiler runterkommen. Geht auch, aber die Gefahr ist da, dass der Schläger hängen bleibt. Manchmal muss man den Ball hinten spielen, wenn das Gras etwas höher ist, zum Beispiel. Mit oder ohne Handgelenk, ich will da nicht sagen steife Hände. Wenn die Hände ein bisschen mitmachen, das ist ganz okay. Aber eher ruhigere Hände, mehr mit den Armen arbeiten, ist einfacher bei so einem kleinen Schlag. Klar, ab 30 Meter wird man winkeln müssen. Man möchte den Ball möglichst am tiefsten Punkt des Schwunges treffen und wirklich einfach gucken, wie ist mein Schaftwinkel beim Stand? Es ist leicht schräge, aber da möchte ich sein im Treffmoment. Und wenn, und das ist jetzt wichtig, wenn ich steil genug schwinge, wird der Schläger fast immer zurückkommen, von alleine, automatisch, in die Ausgangsposition. So bitte schwingen nicht zu flach, von hier findet der Schläger oft den Boden zu früh. So, gerade runter. Nun, jetzt zum wirklichen Thema. Wenn ich jetzt mit dir rede, ich habe nur Spannung in meinen Schultern und Armen. Ich weiß, dass ich gleich vormachen werde und muss. Vor dir, ich möchte nicht versagen. Und meine Sicherheit, meine Garantie, Erfolg hier zu haben, liegt daran, dass ich so weich wie möglich schwingen werde. Ich möchte beim Abschwingen nicht zu sehr oder gar nicht beschleunigen. Da habe ich den Boden zuerst getroffen, aber das ist egal, der Schläger kam wunderbar durch und ich habe eine Chance, den nächsten Ball einzulochen. So, zurück zum Rückschwung. Hol mal ruhig ein bisschen weit aus. Du siehst, meine Hände sind relativ ruhig. Weil dann muss ich nicht Druck machen, um den Ball dahin zu bekommen. Da kann ich wirklich meine Arme fallen lassen, um den Ball dahin zu bekommen. So, letzter Versuch. Ich versuche mal jetzt frecherweise einzulochen. Nicht gelungen. Okay, so, das hier, den spannte Arme und Schulter, das ist das Geheimnis bei diesem Schlag. Und das musst du auf der Runde trainieren. Und es geht nur, wenn andere Leute zugucken. So, bring immer Golfer mit. Spiel so viele Turniere wie möglich. Und trainier genau das, was ich jetzt vorgemacht habe, im Turnier.
Und wenn du es einmal unter Druck so entspannt und locker gemacht hast, du wirst so viel besser beim kurzen Spiel sein. Danke sehr, dass du Golf mit Freude besucht hast. Falls du noch nichts gemacht hast, bitte einmal diesen Kanal abonnieren und vielleicht auch die Glocke anklicken. Dann bekommst du eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Ich wünsche dir was. Tschüss.